Dieser absurd anmutende Anblick von Giganten in Venedig ist nun bald Geschichte. Denn Italien untersagt die Einfahrt von großen Kreuzfahrtschiffen. Das Verbot soll zum Schutz der Lagunenstadt ab dem 1. August gelten, wie Kultusminister Dario Franceschini nach einer Kabinettssitzung am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte die UNESCO italienischen Regierungskreisen zufolge damit gedroht, das Weltkulturerbe Venedig wegen des fehlenden Einlaufverbots auf eine schwarze Liste zu setzen. Seit Jahren kämpfen Einheimische und Aktivisten gegen die großen Kreuzfahrtschiffe. Sie bedrohten nicht nur das Fundament der Stadt, sondern auch das Ökosystem der Lagune. Das Verbot gilt für Schiffe von über 25.000 Tonnen. Die großen Kreuzfahrtschiffe wiegen meist das Vierfache, teilweise bis zu 200.000 Tonnen. Damit können ab Anfang August also nur noch kleine Passagierschiffe und Transportschiffe durch die Lagune fahren. Der Regierungsbeschluss ist ein Erfolg für die Umweltschützer, aber auch für die Rettung Venedigs.